Hey Leute, ich bin jetzt DarkZone1800 und herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64 Star Revenge. Ja, beim letzten Mal, da haben wir wieder in der Welt noch einige Sterne geholt und jetzt gehen wir die letzten zwei Sterne an, und zwar die 8 roten Münzen plus die 100 Münzen Sterne Dingens. Und mein Hals. So, schön einfach mal Götterdell und so. Was? Ich laber kein Deutsch mehr, das ist irgendwie problematisch. So, gib mir mal deine Münzen. Achso, und außerdem für die es vielleicht den letzten Part nicht gesehen haben, aber sich den Part aus irgendeinem Grund anschauen, weil sie es einfach können. Ja, habe ich auch noch gesagt, dass ich ja dann auch noch das behoben habe, ein bisschen mit diesem ganzen Aufnahmegedödel und mit diesen Grafikfehlern und alles. Ja, und jetzt zurzeit funktioniert eigentlich alles gut, aber ich habe ja gesagt, letztes Mal, alles ruckelt ein bisschen hier und da und ist wahrscheinlich auch nicht wirklich perfekt, aber hey, damit müssen wir leben jetzt einfach so. Okay, wir haben schon mal 8 Münzen. Haben wir schon eine rote Münze? Ne, haben wir nicht. Schön, dass ich das einfach nur mal nicht gewusst habe, ob ich schon einige eingesammelt habe oder nicht. So. Aber wahrscheinlich müsste hier eine sein. Nein, wieso denke ich denn, dass da eine ist? Ah, aber hier ist eine. Perfekt. So, jetzt haben wir die erste rote. Ja, halt die Klappe. So, ist hier noch irgendwas? Nein, dann kann ich ja drüber gehen. Ah ja. Ah ja. Oh Gott. So, zweite rote Münze. Vielleicht kriege ich es gut hin. Und oh ne, die Lakitus, die sind ja auch noch hier so ein kleines Problemchen. Die würde ich nämlich gerne von denen ja auch noch die Münzen mitnehmen. Ha ja! Ah, ah, okay, das war eine Münze, wo ich jetzt nicht mehr kriegen konnte. Aber ich glaube mal, das wird. Ups. Ups. Ich glaube mal, das wird für uns kein großes Problem werden, denke ich mal. Und hepp. Hallo Gumba, Gums. Ich nenne dich Gums. Ich habe vergessen, dass ich euch Gums nennen. So. Ein Viertel haben wir schon mal. Hier waren auch noch Münzen. Die habe ich auch noch gerade gesehen. Whee! Yay! Pack meine Skills aus. Ich bin Dark Skill 1800. 420 Blazed. Was auch immer. Keine Ahnung. Ich labe so einen Scheiß nicht. Ich habe eigentlich, glaube ich, auch nicht wirklich großartig mal Ahnung, was ich immer für einen Scheiß labe. Also, wenn ich irgendwas MLG irgendwas sage, dann weiß ich meistens gar nicht überhaupt, was ich überhaupt labere. Also, lass ich es dann. Deswegen sage ich das auch meistens in meinen Let's Plays einfach nicht, weil ich meine, ey, ich verstehe es meistens eh nicht und ich will es auch nicht wirklich verstehen. Und manche Leute immer, du bist dumm, du verstehst es nicht. Und ich mir so, ja, dann bin ich halt eben dumm, ich verstehe es halt eben nicht. Wir haben den blauen Bobby noch gar nicht gefunden, fällt mir gerade auf. Das müssen wir auch noch machen. Aber jetzt erstmal 100 Münzen und 8 rote Münzen, wobei. Wahrscheinlich brauche ich den Bobby hier wahrscheinlich dann noch gar nicht mehr. Weil ich meine, wir sind jetzt eh bei der letzten Mission. Wahrscheinlich hätten wir den für eine andere Mission gebraucht oder so. Oder vielleicht für gar keine Mission. Man ist einfach nur da. Hallo. Du Mischgeburt! Hast du das jetzt gerade ernsthaft auf mich geworfen und hast... Ja, ich weiß, da ist eine Münze runtergefallen, aber ey, I don't care. So, nein. Ganz ruhig bleiben. So. Ach so, was? Ach ne, das ist der 8 rote Münze. Ich habe gedacht, da gibt es wieder so Sterne zu sammeln, aber das kommt ja erst noch später. Da müssen wir dann später nochmal in die erste Welt zurück und da nochmal die Sterne, glaube ich, sammeln. Weil da haben wir jetzt die Flugkappe und das können wir ja dann machen. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, erstmal die Welt abscheißen. Und dann, ja, geht's weiter zu den nächsten. Wow. Geht's weiter zu den nächsten. Ach. So. Ah, juhu. Nein! Ah, wieso mache ich das? Egal. Geh mal einfach nochmal hoch. Ich möchte jetzt niemanden nochmal neu laden oder so. Dann, dann. So, gleich haben wir die Hälfte. Komm schon. Oh, ja. Und, ajupa, blub. So. So, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt darüber. Und da oben ist eine rote Münze. Und ich speichere erstmal alle. Und. Au. So, Münzkreischen. Kamera, schlecht. Kamera, bitte, please. Kamera. Kooperiere mit mir. Kamera. Mensch. Hallo Gums. Gib mir deine Münze. Nein, gib mir deine Münze. Wir sind auch, weißt du, richtig so diese geldgierigen Arschlöcher. Wir würden sogar irgendwelche Lebewesen töten und deren ihr Geld klauen. Mann, Mario, echt nee. Aber ich glaube mal, ich weiß nicht, ob manche von euch Game Theory anschauen, aber da gibt es ja auch eine so eine Theorie, dass irgendwie Mario einfach so richtiges Arschloch ist und keine Ahnung was. Ich kann das genau nicht jetzt gerade erklären, weil ich einfach gerade eben konzentriert aufs Spiel bin, deshalb. Aber ihr müsst euch mal das Video anschauen. Und ihr könnt euch eigentlich allgemein den Kanal anschauen, weil es ist ziemlich gut eigentlich. Gibt's ziemlich gute, interessante Sachen, wo man einfach lernen kann über Spiele und einfach und
diese Theorie, die wo manchen einfach Leute immer haben. Das ist ziemlich aua. Ja, manchmal auch ziemlich aua im Schädel, muss man ja sagen. Ja, ja. Also manche Theorien, dann denke ich mir dann immer so, halt doch die Gosche. So. Gums, ich Hallöchen. Gums, gib mir deine Münzen. So, hier da drüben war auch noch. Nein, du Klett, du Arsch. Nein, du. Alter, was machst du? So. Diesmal kriege ich all deine Münzen. So. Das war die dümmste Lache, die ich jemals getan habe. Oh nein, oh nein, oh nein. Das war richtig blöd. Nein, Münzen verschwenden. Was? Unsichtbare Wand. Geil. Auch cool. So, die Münze habe ich jetzt halt eben irgendwie gerade verpasst. Sollen wir nochmal laden? Ich lade einfach nochmal. So. Weil das wollte ich eigentlich richtig machen. Ich wollte eigentlich hier so und dann hier durch. So, damit ich hier in die schöne freie Fläche komme. Damit ich das alles schön einsammeln kann. So. So, jetzt hat 83. Mensch. Da haben wir ja schon fast alle Münze. Jetzt müssen wir nochmal gucken, wo wir denn überhaupt noch Münzen haben. Ah ne, das war nur das Dachdingens von dem Haus. So, hier haben wir noch Münzis. Hier ist nichts. Oh je. Oh je, nicht runterfallen. Oh Gott. So. Hui. Und hepp. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Aber. Nein, nein, nein. Nein! Die Münze. Ja, nein, 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 nein. Die eine Münze kann entscheidend sein. Das möchte ich nicht einfach so hinnehmen, meine Damen und Herren. Diese Münze werden wir kriegen. Ich will diese Münze gewinnen. Komm her. Komm her, Bitch. Mehr. Okay, speichern. Oh, Gott, das war blöd. Das war blöd. Nein, das war nicht blöd. Yay, wir sind jetzt bei 90. Noch 10 fehlen. Wir haben ja noch die roten Münzen übrig. Plus die Gums und alles. Jawohl. Also die 100 Münzen haben wir auf jeden Fall sicher. Komm her. Jetzt auf jeden Fall. Ah, so. Jawohl. Und da haben wir den Sternchen. Und wir sind jetzt bei 15 Sterne. Wie viele Sterne gibt es denn nochmal? Ich glaube auch 121. Ja, you collected 100 Coins. Ja, bla bla. Ich kann speichern. Ja, the cake is alive. Wir wissen's. So. Ey, Gums. Nee, komm. Ich brauche dich eigentlich nicht mehr. Wie viel haben wir denn? Wir haben 6 Stück. Da oben auf dem Teil habe ich ja auch noch eine gesehen. Das war ein schlechter Sprung. God damn it. So, hier war noch eine. Oh ja, genau, da habe ich auch noch Duschbacken. Auch nicht. Nicht. So. Kannst du bitte aufhören, Feuer auf mich zu schießen? Ich mag das nicht. Ich möchte da gerne hier oben sein, ein bisschen rumschauen, wo ich denn noch. Alter, hör doch auf mich zu schießen jetzt. Ich schwöre, ich kill diesen Gums. Und weißt du was, ich mach's trotzdem. Was stirb jetzt? Nein, der macht. Nein, der macht mich kalt. Ah nein, wir machen uns beide kalt. Oh Gott. Toll. Ich mach dich kalt. Oh, pff. So, Gums ist weg. Jetzt komm her, komm her, komm her, komm. Hä, willst du kämpfen, hä? Arschloch. So. So, jetzt haben wir noch eine rote Münze. Jetzt gucken wir mal ein bisschen rum hier, wo wir die noch haben. Und so wie es aussieht, haben wir eine scheiß Kamera. So. Ups, nein. Ah, ich verdrück mich die ganze Zeit noch. Auch mit meiner perfekten eingestellten Steuerung auch immer mal wieder ein paar Verdrückerchen. Was? Kein Deutsch reden mehr. So, jetzt, da ja der Schalke weg ist, kann ich mir ja hier hinstellen. Und in Ruhe noch mal kurz gucken, wo wir denn hier noch mal einen haben. Nein. Ah. Okay, also ich sehe jetzt mal hier gerade nichts. Ich hasse es. Ich hasse es. Na, ich drücke schon wieder. Ich drücke aber die falsche Taste. Okay, warte, ich speichere einfach mal kurz und springe einfach mal runter. Vielleicht finde ich die ja irgendwo. Oh Gott, die wird irgendwo richtig toll versteckt sein. Oh je, meine. Und damit werde ich jetzt meinen Partner hier vollstopfen. Unsichtbare Wände, die sind wirklich toll. Oh Gott, damn it. Hm. Ich bleib trotzdem mal hier oben. Ich weiß nicht. Ich habe die wahrscheinlich trotzdem irgendwo hier auf dem Weg verloren. Übersehen, meine ich. Oder was auch immer. Wo ist die letzte Rote? Vielleicht, wenn ich hier stehe, kann ich vielleicht ein bisschen besser noch sehen. Mal speichern noch mal kurz. Und dann können wir mal kurz ein bisschen ohne gucken. Sieht nicht so aus. Ah, haha. Das ist sie. Okay. Cool.
Perfekt, da muss ich nur da hoch. Wie genau? Weiß ich gerade nicht. Vielleicht Wandsprung. Oder so. Warte, nein, 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 da. So. Außerdem, ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe eigentlich gedacht, es gäbe eine deutsche Version von dem Spiel. Aber gibt es anscheinend doch keine. Und deshalb, ja, müssen wir jetzt halt mit der englischen spielen. Aber ich meine, ist ja egal. Weil ich meine, dadurch könnt ihr halt auch mal ein bisschen eure Englischkünste irgendwie, keine Ahnung, ausprobieren. Oder was weiß ich, keine Ahnung, ich glaube, scheiße. So, wo ist jetzt der Stern gespornt? Gespornt! So, und runterrutschen natürlich. So machen wir es, Mario. So. Speichern wir nochmal. Total riskant. Nö, eigentlich nicht. Und einfach Halle Hops. Oder auch nicht Halle Hops. Ach, muss ich jetzt da hochladen? Muss ich jetzt ernsthaft da hochladen, um den dazu kriegen? Entweder das oder ich kann einfach Dreisprung machen. Oder eins? Moment. 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 Nein. Gott. Okay, Moment. Eins, zwei, drei. Ah, perfekt. Und wir haben den Stern. Wir haben jetzt Stern Nummer 16. Wir haben noch 4 Minuten. Dann ist dieser Part auch wieder rum. Coins of the Mushrooms. Oh mein Gott. Coins of the Mushrooms. Ich glaube, ja, gut. Wir haben jetzt die zwei Welt. Ah, ne, die. Ja, genau, die Welt. Ja. Okay, dafür müssen wir runter. Die Welt war da drüben. Ist scheißegal, ob wir Schaden nehmen. Ne, wobei, warte, der Schaden wird doch übertragen auf die Welt, ne? Ne? Der wird doch übertragen. Ja, das sieht man ja gleich. Auf jeden Fall, Wings for the Coin Rings. Witzig. Okay, es wird übertragen. Ist ja auch egal. Weil ich meine, hier ist Wasser. Und hier sind auch die Bobbys. Also da ist es auch egal. Und da ist eh die Münzen-Ding. So. Auch scheißegal. So, ich glaube mal, das kann man vielleicht in diesem Part jetzt nicht mehr reinklatschen, aber wenigstens vielleicht einiges davon. So, jetzt bin ich wieder hier an diesem Scheiß. Ich hasse mich. Ich hasse diese Aufgabe. Ja, genau wegen dem! Mann! Geht einfach hoch! So. Ich muss mal einfach meine Skills wieder auspacken, weißt du? Also, ich habe ja immer meine Skills, aber manchmal habe ich es dann wieder nicht. Na, nein. Nein, was mache ich? Wieso mache ich? Wieso hab ich... Das habe ich schon mal gemacht, ne? Das habe ich schon mal so gemacht. Aber ich frage mich dann immer, warum ich das machen will. Ich glaube, ich will einfach nur beweisen, dass ich ein Bro-Gamer bin wahrscheinlich. So, hallo Gums. Ihr seid so happy. Warum sind sie so happy? Ich will sie nicht umbringen, aber... Die sind halt happy. Freut mich zu sehen, dass die happy sind. Freut mich nur nicht zu sehen, dass ich die umbringen muss. Um selber happy zu werden anscheinend irgendwie. Keine Ahnung. Ich muss ja irgendwie Mario damit befriedigen können oder so. One way or another. Ne. Ich halt die Fresse jetzt. So, da drüben ist die Flugkappe. Halt die Schnauze. Go. Na, Gums! Du bist nicht Gums, du bist Bobby. Mann. Na, geil. Ich wollte eigentlich nur einen Hechtsprung machen, damit ich mich da festhalte am besten. Aber es hat anscheinend nicht funktioniert, so wie man es gerade gesehen hat. So. So, bevor wir das jetzt mal nehmen, muss ich erstmal gucken, wo wir denn überhaupt welche haben. Also, wir haben da unten. Ne, warte mal, das ist schon ein eingesammelter Stern. Da unten haben wir auf jeden Fall so ein Sternchen. Da haben wir ein Sternchen. Da haben wir zwei Sternchen. Also auf jeden Fall, wir brauchen 5. Das ist ja dieses Geheimnisprinzip, das was man ja kennt aus Super Mario 64. Ja komm, vielleicht wenn ich schnell bin, kann ich es vielleicht noch reinpacken. Aber so wie mich kennt, ist mir nicht so. Okay. Nevermind. Ja. Ah, das wäre schön mit Skill da rein. Moment. Lass mich nur mal laden. Vielleicht, dass man da nicht irgendwie zu blöd da... Nein. Oh Gott, ich dachte schon. Okay, speichere mal kurz. Zack. Ah, da. Vielleicht am besten hier irgendwo da drauf landen. Perfekt. So, speichere mal einfach mal. Ist auch egal. So, jetzt hier. Zack, zack, zack. Oh Gott, das hat ja super funktioniert anscheinend. Moment, Moment, Moment. Lass mich vielleicht... Ja, genau. Lass mich dahin vielleicht. Dann kann ich vielleicht besser machen. Hallo, Bobby. Du störst mich am besten mal jetzt nicht bei meiner Mission. Bobby? Gut. Okay. Ich flieg drüber. Ja, so macht man, ja, so mache ich das gerne. Ich flieg gerne über Sachen drüber. Ja, Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle beende ich einfach dann diesen Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal sammeln wir dann noch die Sternchen hier ein. Also, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Dark Slayer 1800. Bye!